Ja, ich heiße euch erneut herzlich willkommen zur jetzt zweiten Runde der Podiumsdiskussion zur Vorbereitung der Aufstellungsversammlung zur Wahl zum 18. Deutschen Bundestag hier im Landesverband Sachsen-Anhalt. Wir werden jetzt erneut Podiumsdiskussionsteilnehmer ziehen, die jetzt nicht mehr unbedingt so schwierig zu ziehen sind, denn es sind jetzt nur noch drei. Und wie gesagt, wir hätten gerne auch noch einen vierten Gast hier vorne in der Runde. Dieser Gast darf dann auch absolut provozieren und böse Dinge sagen und überhaupt. Also das ist voll lustig und so. Das macht Spaß. Wir nennen erstmal die überraschendsten drei Kandidaten. Da hätten wir Neo bzw. Stefan Schurig. Oh. Ja, du kannst gerne schon vorkommen. Manfred Bach. Und die Spannung steigt, Sandra. Was? Überraschung. Tommy möchte euch gerade erklären, wo ihr euch hinsetzen sollt. Ach, Tommy, ja. Ja, weil die Box steht da. Und es wäre das, wenn wir so sitzen. Ich? Okay. Dann gucke ich euch einfach alles hinterher an. Ich gehe in die Mutter. Mir auch. Das ist das Jetzt ist es aber nicht für das Vorderzimmer. Nee, ein bisschen dort. Ja. Nein. Ja, positioniert einfach. Ich kandidiere mich, ich bin mir so Spaß und dann ist alles. Von dem ist das so. Wenn ihr jetzt das von Dina dürfen wir im Zweifel mal nutzen für uns. Cool, wir können zusammen aufschreiben. Willst du auch was zum Schreiben machen? Ach, ja, doch. Du kannst ja. Kriegen wir noch einen Stift vielleicht? Das wird schön. Ein zwei Stift? Stifte vielleicht, dass wir gleichzeitig aufschreiben können. Das ist ja nicht, du bist aufgeregt. Doch, ich auch. Liebe Versammlung, ich bitte um zwei Stifte. Wir bräuchten zwei Stifte. Ich habe einen Umschlag von der CDU. Das ist okay. Hier ist die wir haben den Trojaner. Warum eigentlich? Wir können auch ein bisschen durchschreiben. Ja. Ich bin ja auch ganz clever. Ja, das ist Teamarbeit. Und du hast ja was genommen. Aber so. Okay. Wie gesagt, wir sind nun in der zweiten Runde angekommen. Wir werden wieder ganz viele tolle Fragen stellen. Und wir beginnen erneut mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Ihr habt ungefähr eine Minute, also sagt einfach nur die wichtigsten Sachen, so zwei Sätze, drei Sätze zu euch, wer ihr seid und was ihr eben so gerne mal sagen möchtet. So, fangen wir doch einfach bei dir an, Manfred. Ja, hallo, mein Name ist Manfred Deutsch. Ich bin in Koblenz geboren, in Koblenz zur Volksschule gegangen, 1970 umgezogen in die DDR, dort die Hochschulreise gemacht, Gesellschaftswissenschaft studiert und Hochbauwesen in Magdeburg studiert. Promoviert habe ich Krisenfest vor zwei Jahren, kann man mir nicht aberkennen, auch wenn ich noch so irgendwo schweben sollte, weil es HC ist. Und meine berufliche Tätigkeit, ich war zu DDR-Zeiten Bauleiter bei einem Wohnungsbaukombinat Magdeburg, dann in der Volkskammer, Regierungsmitglied bei de Maizière als parlamentarischer Staatssekretär, danach im Innenministerium in Magdeburg, zwei Jahre, dann im Wirtschaftsministerium, dann im Verkehrsministerium und ja, gut, jetzt kommst du mal. Ja, ich spreche, glaube ich, aktiv das erste Mal in ein Mikrofon heute. Ich bin Sandra Tiefke, ich bin 27 Jahre alt, geboren in Braunschweig, lebe jetzt seit 10 Jahren in Dessau. Arbeite in der Stadtverwaltung im Rechnungsprüfungsamt. Soll wahrscheinlich etwas langsamer sprechen.
Ja. Und ich bin heute hier, weil ich auch mich bewerbe, auf die Liste gewählt zu werden und heute mich etwas vorstellen möchte. Allen, die mich vielleicht auch noch nicht so gut kennen und nicht so viel mit mir und regelmäßig zusammenarbeiten, weil ich finde das ganz wichtig, Teamwork. Und weiter. Ja, hallo, ich bin Stefan Schumpig, bin 28. Mein Nick ist Neo Extreme, weil die meisten können das immer nicht aussprechen. Auch abgekürzt NX, ist vielleicht etwas einfacher. Ich studiere momentan in Halle Geografie auf Diplom mit Soziologie und Ethnologie im höheren Semester. Stehe kurz vor meiner Diplomarbeit und bin Mitglied seit Mai 2009. Bin auch damals aufgrund der Diskussion um Stoppschilder und ja auch schon anfänglich Vorratsdatenspeicherung, Zugangsverschwörungsgesetz etc. Zu den Piraten gegangen, spätestens als die Grünen sich im Bundestag teilweise enthalten haben. Bei der Abstimmung zur Vorratsdatenspeicherung waren die Grünen für mich eigentlich als politische Option auch endgültig untergegangen. Ja, danke. Ich bin Thorsten, bin 39 Jahre alt, komme aus Wittenberg, bin seit 2011 in der Piratenpartei, so wie Neo circa, Juni. Ja, bin der Einzige, muss ich auch nochmal tun, aktive überhaupt im Landkreis Wittenberg seit 2009. Es kam mal welche, die hat sich wohl ein bisschen verguckt mit der Partei, sagte ihnen, ja, können wir auch reingehen, können wir unsere eigenen Ideen oder so reinbeschieben, weil ja, mit der Piratenpartei nichts weiter zu tun hat. So, ist ja jetzt erstmal egal, ich kenne Georg nicht. Ich wurde mal vorgeschlagen, auch auf der Landesliste. Ja, ich bin noch ein bisschen aufgeregter, war das erste Mal Nico. Und das dritte Mal. Ja, ich kenne Georg nicht, weil die Partei irgendwo in meinen Augen in die verkehrte Richtung geht. Mit extremer Programmerweiterung. Und je mehr wir das Programm erweitern, desto ferner wird das Ziel in die Idee, die Partei wieder abzuschaffen, was ja eigentlich der Grund auch der Gründung dieser Partei ist. Und wenn ich das hier noch mal verliere und so, ja, deshalb kann ich euch nicht. Okay, wunderbar, vielen Dank. Und zwar würde ich jetzt auch gerne wieder direkt mit einem etwas kontroverseren Thema anfangen oder mit einem sehr interessanten Thema, zu dem wir sicherlich viel zu sagen haben. Vorhin war das Liquid Feedback oder allgemein diese Demokratieform. Heute oder jetzt möchte ich sehr gerne mit dem Thema Urheberrecht beginnen. Wir sind ja nun eine Partei, die sehr, sehr aktiv mit diesem Thema umgeht. Also wir stehen immer wieder damit im Mittelpunkt der Presseberichterstattung und irgendwie ist auch immer wieder die Frage da, wieso wollen die Piraten das Urheberrecht abschaffen? Wieso wollen wir denn das? Antworte doch mal, warum wollen wir das? Ja, also wir haben uns ganz klar positioniert. Innerhalb von 90 Seiten sagen wir ganz klar Urheberrecht abschaffen, Punkt. wir haben in Offenbach ein relativ großes Programm abgestimmt, wo wir sagen, dass das Urheberrecht ziemlich novelliert werden muss, und zwar die Rechte der Konsumenten müssen gestärkt werden, die Rechte der Urheber auch und die Rechte der Verlage und der Verleger zum Beispiel ja, verkleinert werden. Wir setzen uns zum Beispiel auch für ja, File-Sharing-Plattformen ein, für ähnlich, also so Konzepte wie Creative Commons, wo wir in Halle zum Beispiel auch ein freies Kino gegründet haben, was sich eben mit solchen Filmen auseinandersetzt, die auch kostenlos und gratis bei uns vorgeführt werden. Genau. Ja, also was war noch genau die Frage? Also genau, ja, abschaffen sollen wir das nicht. Ich würde auch sagen, das reicht das noch, oder? Ja. Ja. Aktuell haben wir ja im Urheberrecht, also jetzt tatsächlich noch aktuell im Urheberrecht ja auch stehen, dass die Rechte bei den Erben bleiben bis ungefähr 70, also bis genau 70 Jahre nach dem Tod des ursprünglichen Urhebers. Hältst du das für eine sinnvolle Frist von 70 Jahren nach dem Tod? Und dass da immer noch, solange nicht dieses Werk weiter benutzt werden kann? Oder was wäre deine beste Lösung, Manfred? Ja, also damit habe ich mich wirklich noch nicht befasst, da sage ich ehrlich hier. Ich könnte jetzt irgendwas sagen, aber das muss ich gründlich durchdenken. 70 Jahre erscheinen mir sehr lang.
Und wir müssen uns keine Sorgen machen, dass die Rechte der Verlage irgendwie geschmälert werden. Ich sorge schon selbst dafür. Aber unsere Rechte, die Rechte der Nutzer, die müssen auf jeden Fall gestärkt werden. Wir wissen ja, wie es im Moment aussieht. Und das sollte sich dringend ändern. Stefan hat es ja gerade schon angesprochen, Creative Commons ist ein sehr interessantes Thema, also allgemein neue Rechteformate oder Rechteformen irgendwie zu schaffen oder eben auch lizenzfreie Medien zu schaffen, die dann einfach weiter benutzt werden können, um vielleicht auch Kultur zu schaffen, als Grundlage davon. Wie können wir als Piraten dieses Thema bei den Bürgern anbringen? Weil das ist ja nicht greifbar, das ist ja irgendwie so eine Sache, naja, ich lade halt meine Musik irgendwie runter oder ich kaufe mir diese CD und es ist mir doch egal, was dann damit passiert, dass der Künstler davon nicht leben kann, dass der nur ein paar Cent davon bekommt, das ist ja gar nicht angekommen bei den Menschen. Wie können wir also dieses Thema bei den Menschen wirklich nochmal reinbringen, nochmal sensibilisieren dafür, dass wirklich Bedarf dafür besteht, dass das Urheberrecht novelliert wird? Also ich würde mich jetzt nicht nur auf Musik als reines Thema Urheberrecht beziehen, sondern gerade auch was Bücher und die Möglichkeiten der Erben in dem Fall angeht. Das schränkt sich ja schon in dem Fall ein. Wir haben das mit den Piratenliederbüchern in den Kindergärten, dass wir dort lizenzfreie Musik austeilen, CDs austeilen und dadurch das Bewusstsein auch schaffen, dass es die Möglichkeit gibt, Dinge zu hören, die eben gar nicht unter einer Lizenz liegen und nicht zusätzlich kosten, die wirklich frei sind. Ich denke, das kann man auch ausdehnen, gerade was Schulbücher angeht. Es ist ein wahnsinnig großer Verlag, eine wahnsinnig große Wirtschaft dahinter, die diese Schulbücher machen und auch unter Schutz stellen und es dadurch gar nicht möglich ist, sie aktuell zu halten, beziehungsweise dadurch Kosten verursacht werden, gerade für familienreiche, kinderreiche Familien, familienreiche Kinder. Kinderreiche Familien und ich denke, wenn man in der Form mit freien Lizenzen arbeitet, kann man doch auch wahnsinnig viele Kosten sparen und es kommt genau dort an, wo es ankommen soll, in der Bildung und man kann dort auch schon Grundlagen schaffen für diese Denkweise dahinter. Man kann ja dann im Zuge dessen auch gleich mit aufklären. Direkt auch an das Thema anschließend kommen wir doch mal zur GEMA. Also wir kennen ja all das Problem, wir surfen auf YouTube herum und uns lustige Videos anschauen und dann lächelt uns da dieses Zeichen an, ach Hochleiter, kannst du dieses Video nicht anschauen, da die GEMA das nicht möchte. Da gibt es jetzt gerade Bemühungen von der GEMA, YouTube oder Google eben abzumahnen, dass das nicht mehr weiter passiert und die GEMA sorgt durch die neuen Gebühren, durch die Tarifreform auch dafür, dass der Bayerische Rundfunk die Space Night abgesetzt hat. Das ist jetzt schon seit Jahrzehnten teilweise so ein laufendes Programm, dass nachts einfach Sternenbilder mit toller Musik laufen. Das haben gerade Nerds oder in dieser ganzen Kultur sich das sehr, sehr gerne angeschaut, weil das ja entspannend und irgendwie eine sehr coole, nerdige Sache ist. Was hältst du von der GEMA? Was können wir machen? Was sind Alternativen für diese Verwertergesellschaft? Ja, von der GEMA hält sich erstmal gar nichts. Das ist ja mal logisch. Ja, was soll man dagegen machen? Das wurde eben angesprochen, freie Musik, kreativ, Kunst. Ja. Das ist ja eigentlich, wie soll man sagen, das ist ja eigentlich der Gegenpart zur GEMA. Nur heutzutage, ich kenne jemanden, dem habe ich unter Flyer in die Hand gedrückt, die wir mal gedruckt hatten, der war da sehr interessiert, da war halt schon mit drauf. Aber er bekommt halt trotzdem auch mal wieder von der GEMA Post, die kommen an, also es ist relativ schwierig, da die GEMA mal irgendwo in die Schranke zu weisen. Ja, das kann man dann einfach nur politisch machen, dass sie sich halt nicht wie, ja, die geht sich ja recht raus, ist ja nicht nochmal ein Staat in Staat. Und ja, wie gesagt, die muss man halt in die Schranken weisen, wer sich von denen vertreten lassen will, der soll das machen. Aber die können ja nicht einfach pauschal zu jedem sagen, hier zu ihrer Arztpraxis oder ja, wo öffentliche Musik gespielt wird, hier, wie sagt man, ja, auch Verdacht halt. GEMA-Vermutung, dass er sagt, wir müssen einfach bezahlen und er muss das beweisen. Also die GEMA muss eigentlich in die Beweispflicht genommen werden, wenn sie Geld haben will. Und so hätten wir das Problem, denke ich mal, GEMA dann irgendwann abgeschafft. Ja, jetzt kann man noch. Okay, direkt auch wieder auf dieses Thema anspielen, gibt es ja auch noch diese schöne Sache GLZ, beziehungsweise heißt es jetzt ja Rundfunk weiter. Wenn ich mich jetzt richtig entsinne, es gibt ja diesen neuen Staatsvertrag dazu. Das
ist ja eine mindestens genauso umstrittene Sache, aber dieser neue Beitrag sorgt jetzt dafür, dass das so eine Art Gemeingut ja auch wird, also dass wir Fernsehen oder allgemein diesen Rundfunk, natürlich auch dann Radio, als Gemeingut ansehen und deswegen soll es von jedem mitfinanziert werden. Was wäre die nächste Stufe, was müssen wir auch unbedingt noch weiter in so eine allgemeine Finanzierung mit reinnehmen, was heute vielleicht noch einzeln finanziert wird, vielleicht Nahverkehr oder solche Sachen, was hältst du da? Ich fand jetzt den Bruch von GEMA oder von GEZ zu ÖPNV. War ein Beispiel. Okay, also ich denke erstens, die GEZ, so wie sie jetzt existiert und so wie funktioniert, ja, ist halt sehr, also sehr umstritten und sehr kritisiert. Ich denke, dass die Idee einer Kulturflatrate auf jeden Fall weitergedacht werden könnte, wie der CCC, der Chaos Computer Club, ist ja auch eingeworfen hat in die Debatte. Soweit ich informiert bin, ist die Piratenpartei da ist ja relativ, also hat noch keine explizite Position, wie es genau aussehen soll. Viele arbeiten dran, aber es ist eben noch nichts, womit wir jetzt sagen können, wir als Piraten würden jetzt genau da und dafür einstehen. Also es gibt auch kontroverse Ideen, ob das jetzt zum Beispiel so eine Zwangsabgabe dann wird, ja, eine Kulturflatrate, oder ob das wiederum nicht so sein sollte. Und also was ich halt ganz wichtig fände in dieser Debatte wäre erstmal, dass auch dieses ganze Material in den Mediatheken zum Beispiel auch endlich mal langfristig frei zur Verfügung steht unter Creative Commons Lizenzen und Ähnlichem, dass es auch weiterverwendet werden darf und dass es eben nicht nach 7 Tagen weg ist, weil es alles Informationen in unserer Informations- und Wissensgesellschaft, diese einfach sozusagen in Archiven verschwinden zu lassen, ist für mich eigentlich eine richtige Schmach. Manche haben nicht mal eine Mediathek. Genau, manche haben nicht mal eine Mediathek, richtig. Ansonsten, ja, nur ganz kurz, also das Thema fahrscheinlose ÖPNV, dem bin ich auch erstmal positiv ja, zugetan. Und die Frage ist halt, wie es realisiert wird. Ich glaube, in Ballungsgebieten ist das auf jeden Fall erstmal eine Sache, die man relativ schnell umsetzen könnte oder schneller umsetzen könnte als vielleicht in sehr dünn besiedelten Regionen. Von daher muss man da sich über die Modelle dann auch auf jeden Fall nochmal ganz breit, auch gesellschaftlich breit ja, informieren, muss dafür auch verschiedene naja, Stufen des Zusammenstellens solcher Konzepte auch anbieten und eben maximale Bürgerbeteiligung auch ermöglichen und Transparenz. Ja. Wer möchte? Ja, ich habe da noch was dazu. Also ich finde, dass sich die Diskussion jetzt um die GEZ prima mit der GEMA verbinden lässt. Die Künstler müssen irgendwo von leben, da sind wir uns ja alle im Klaren. Aber das, was die GEMA fertig bringt, das haben wir in Bochum erlebt, im Bermuda-Dreieck, wo die Band auf der Freilichtbühne richtig Not hatte, immer im Hinblick auf die GEMA und im Hinblick, die GEMA könnte ja da unten stehen und das mitschneiden, dass er da echt Probleme hat. Also die GEMA, die ganze GEMA ist überflüssig. Und deswegen schlage ich vor, da die GEZ-Gebühren so hoch sind, wie man sie kaum noch erhöhen kann, den mittleren Leuten gegenüber, man sollte von der GEZ etwas abzweigen und damit den Künstlern unter die Arme greifen und die GEMA wäre überflüssig. Direkt weiter. Also bezüglich GEZ sehe ich persönlich in allererster Linie das Problem, dass es eine Gebühr bzw. jetzt ein Beitrag ist. Und Gebühren und Beiträge werden eigentlich auf Gegenleistung erbracht, auf eine korrekte, konkrete Gegenleistung. In dem Fall ist es so, dass jeder Haushalt die einfach zu zahlen hat und eigentlich ist es eine Steuer. Ja, aber die GEZ ist ja keine Behörde in dem Sinne, das heißt, sie dürfen gar keine Steuern nehmen. Ich finde es einfach problematisch, dass das in der Form jetzt so gemacht wird. Ob umlagefinanzierte Kultur und Medien, finde ich grundsätzlich gar nicht falsch, ähnlich wie umlagefinanzierter fahrscheinloser ÖPNV. Allerdings, so wie es jetzt gemacht wird, ist es rechtlich meiner Meinung nach gar nicht so gesetzlich zulässig. Aber es gibt ja schon eine Klage vom Verfassungsgericht dazu. Bleiben wir doch gleich im Commons-Bereich, also im Gemeingüterbereich. Mich würde sehr interessieren, was ihr von öffentlichen, also von gemeinfreien Plätzen haltet. Also von
von Plätzen oder von Räumlichkeiten, die im Prinzip jedem Bürger zur Verfügung stehen für irgendwelche Vereine zum Beispiel, für politische Tätigkeiten, für die Organisation von irgendwelchen Aktionen oder Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel in Jena haben wir dieses Problem, wir sind eine relativ dichte Stadt mit sehr wenig Platz, mit sehr wenig öffentlichen Räumen, die aber sehr, sehr teuer dann auch gleich sind, und viele Vereine oder auch Jugendgruppen können sich einfach nicht leisten, irgendwo hinzugehen und da einfach Räume anzumieten und da irgendwelche Dinge zu tun, die wichtig wären. Es gibt viel zu wenig Jugendclubs, es gibt viel zu wenig auch Beteiligungsmöglichkeiten für ältere Menschen, also Seniorentreff, oder auch für andere Gruppen mit irgendwelchen besonderen Identifikationsmerkmalen. Du hast ja auch gesagt, du arbeitest in der Stadtverwaltung, da hast du ja sicherlich auch vielleicht Berührungspunkte mit diesem Bereich öffentliche Räume und das da irgendwie zur Verfügung zu stellen, natürlich auch Gebühren zu erheben, was man als Stadt sicherlich auch muss. Siehst du Möglichkeiten, dass man Räume schafft, die einfach jedem Menschen irgendwie zur Verfügung stehen könnten, möglichst kostengünstig oder kostenfrei? Also ich finde den Ansatz von der Überlegung her ganz toll, weil es gibt ja auch viele öffentliche Plätze, die man nutzen kann. Da würde auch niemand sagen, da darf man sich jetzt nicht hinsetzen und sich unterhalten, irgendwelche Parks und Grünflächen. Bin ich zu leise? Ja, okay, gut. Und es ist so, also ein Beispiel Dessau passt jetzt wirklich sehr gut. Es ist so, dass wir Jugendclubs haben, die frei zugänglich sind für alle Jugendlichen und auch von Vereinen für Tanzgruppen und Ähnliches genutzt werden können. Allerdings ist es aufgrund dessen, dass die Einwohnerzahlen zurückgehen, jetzt natürlich auch ein Thema, das dort immer mehr konzentriert und geschlossen wird. Und ich finde das sehr beunruhigend, weil Dessau ist zwar eine Stadt, hat aber trotzdem eine sehr große räumliche Ausdehnung und man kann nicht Räumlichkeiten, die frei zugänglich sind, schließen, zentrieren und dann nicht wissen, wie die Leute dorthin kommen. Gerade was den Kinderbereich angeht und den Seniorenbereich, sollte man da auf jeden Fall darauf Rücksicht nehmen, dass die Menschen dort auch sich aufhalten können und nicht einmal quer durch die Stadt fahren müssen und ähnliches. Und ich finde den Ansatz, das irgendwo wie öffentliche Plätze zu behandeln, die man ja auch nutzen kann, eine sehr gute Überlegung. Und ich finde es sehr wichtig, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ja. Ja, weil es gerade gut passt. Ganz wichtiger Aspekt dieser Commons, also sozusagen Allgemeingut, was auch wieder was mit Teilhabemöglichkeit zu tun hat, ist für mich Barrierefreiheit. Barrierefreiheit ist vielleicht schon so ein Triggerwort hier in unserem Landesverband, wenn ich das so anspreche. Aber ganz ehrlich, ich finde das ein ganz wichtiges Feld, weil wir Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft in vielerlei Hinsicht immer noch konsequent ausschließen. Ob das nun bauliche Gründe sind oder ob das nun Grenzen in unserem Kopf sind. Es gibt Menschen in unserem Landesverband teilweise, die das auch in Anspruch nehmen würden. Es gibt Gäste, die bei uns vorbeikommen könnten, die in diversen Lokalitäten zum Beispiel nicht rein könnten, wenn sie zum Beispiel auf Krücken oder halt in einem Rollstuhl sitzen. Und ich glaube, diesen Aspekt, den Sandra gesagt hat, was ich ganz unterschreiben würde, da würde ich halt hinzufügen, dass die Barrierefreiheit auf jeden Fall ganz wichtig ist und dass man auch mehr Räumlichkeiten zur Verfügung stellen muss und auch sozusagen modernisieren muss. Aktuell auf der Suche in Halle nach verschiedenen Räumlichkeiten für Ausstellungsversammlungen und für Grillen und für Symposium war ich teilweise echt erschrocken darüber, wie wenig wir dort eigentlich finden und wie teuer das dann auch oftmals ist. Also weil es sind dann irgendwie Universitätsgebäude, die dann benutzt werden, die dann aber eben mal gleich 150 Euro oder sowas pro Tag kosten würden. Und ja, das ist gerade in den Bereichen natürlich von Vereinen oder von Jugendclubs oder was auch immer, das ist natürlich eigentlich kontraproduktiv und ermöglicht, also hat schon eigentlich schon eine Barriere schlechthin, dieses Geld. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den muss man ganz gut, also muss man echt fördern, so gerade kommunalpolitisch. Ja, was mir dazu noch einfach einfällt, ist, ich habe das ja zum ersten Mal gehört, ich finde die Idee eigentlich sehr gut, zum Beispiel auch für Jugendliche, ja, damit es halt auch schlechter für Sekten oder irgendwie Rechtsradikale bei Jugendlichen anzudocken, wenn die dort Räume haben. Ja, also, wie würde ich denn sagen? Habe ich vergessen. Ja,
Also wie gesagt, also dann locken die wahrscheinlich nicht bei irgendwelchen Extremisten an, sondern die bei Sekten, dann haben die da ihre eigenen Steuern, können sich das alles selber gestalten und werden halt nicht ja, von denen irgendwie angezogen, weil die denen irgendwas versprechen oder welche Räume zur Verfügung stellen können. Und ich denke, das ist ein sehr guter Aspekt, das werde ich mir auf jeden Fall mal notieren und mal für als lokalpolitisches Thema, falls es mal in Wittenberg dazu kommt, dass da mal eventuell vielleicht mal ein kleines Programm ausgearbeitet wird, werde ich das auf jeden Fall mit einfließen lassen. Ja, es gibt ja schon ganz gute Beispiele. Also, dass nicht jede Gemeinde das Geld hat, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, ist uns allen klar. Manche sind schon so weit, dass sie Zwangshaushalt haben, weil sie ihre Haushaltsmöglichkeiten überzogen haben. Aber es gibt in vielen kleineren Gemeinden, die so kraxeln, gibt es Dorfgemeinschaftshäuser. Die kann man kostenlos benutzen, aber sie müssen sauber gemacht werden. Da läuft Wasser, da sind Toiletten und so weiter. Also gegen eine ganz geringe Gebühr, das weiß ich. Und diese Zuschüsse sind mindestens so wichtig wie die Zuschüsse zu Sportvereinen. Und da sind viele Leute, die auch kommen können, die Feuerwehr kann da rein. Also sowas muss vorhanden sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Räumlichkeiten der Suppenküche genutzt werden sollen, die es ja auch gibt. Aber ich will es mal angesprochen haben. Die sind aber auch nicht so groß. Aber diese Leute, die den ganzen Tag Zeit haben, weil sie keine Arbeit haben und so weiter, die müssen ja auch irgendwo hin können, gerade jetzt in dieser Jahreszeit. Deshalb, wir müssen unbedingt auf unserer Tagesordnung haben, dass hier bessere Möglichkeiten geschaffen werden und dass mehr Räumlichkeiten, vor allen Dingen, dass keine Räume, die öffentlich zugänglich sind, wo man jetzt sowas macht, dass sie geschlossen werden. Dagegen müssten wir eigentlich sein. So, jetzt hätte ich eine Frage, die ich vorhin auch schon gestellt habe, die mich aber natürlich auch bei euch sehr interessiert, auch bei dir, obwohl du nicht kandidierst. Was sind denn so die Themen, die ihr als Bundestagsabgeordneter vordergründig bearbeiten wollt? Was sind die Ausschüsse, in denen ihr arbeiten würdet? Einfach so eine kurze Zusammenfassung. Den Ausschuss werde ich natürlich nicht arbeiten, das ist klar. Ja, also mir geht es wirklich halt mehr Demokratie, also dass man die Demokratie einfach nicht aufgibt, so wie das läuft jetzt mit den ganzen konservativen Parteien, die SPD und CDU und Grüne. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ja, Drogenpolitik war gestern wieder mal eine Abstimmung im Bundestag von der Linkspartei. Das ist auch so, wo ich sage, ja, auf jeden Fall Legalisierung, präventiv statt präventiv halt, also keine Bestrafung, dass wir da auch immer eine klare Linie reinkriegen. Weil auch Drogenpolitik, also es gibt immer noch neue Drogen und die Regierung setzt da natürlich wieder ein, dass das verfolgt werden muss. Da werden wieder neue Überwachungsmethoden eingesetzt, besonders der Staatstrojaner, der wurde 85% der Leute eingesetzt, die irgendwie mit Drogen zu tun hatten, also das hatte nichts mit Terrorismus zu tun, das sind auch einfach mal Fakten. Ja, also das ist dann auch Punkt, also wie gesagt, bei mir ist das immer von unten heraus, Überwachung halt und dann halt Drogenpolitik, da sehe ich jetzt nicht erst die Legalisierung, sondern auch die Überwachung der Leute zum Beispiel. So, das wäre halt so mein Schwerpunkt, wo ich sage, ja, da möchte ich ein bisschen einsetzen. Ja, halt Überwachung, Trojaner halt nicht. Obwohl, Steigtechnik sollte den jetzt kaufen, ich habe gehört, der ist jetzt günstiger. Was wäre eure Themen oder Ausschüsse? Also bei mir ist es so, ich bin wahnsinnig breit interessiert. Das heißt, ich habe ganz viele Themen, die ich persönlich sehr, sehr interessant und wichtig finde. In erster Linie denke ich, würde es sich, wenn ich in den Bundestag komme, natürlich auf der Grundlage der Fraktionszusammensetzung sein, dass man sagt, okay, wo gibt es Bedarf, welche Sachen sind wichtig, das wäre eine Überlegung. Zum anderen ist es so, dass ich natürlich auch gewisses fachliches Wissen, was Verwaltungsrecht und allgemein Gesetzgebung angeht, habe, das heißt, was jetzt innenpolitisch ist, das wäre wahrscheinlich einfach aufgrund meines Vorwissens sehr interessant. Und dann habe ich natürlich noch, was mich ganz persönlich betrifft, ich habe einen wahnsinnigen Faible für Kultur. Ich versuche möglichst viel in meiner Freizeit sinnvoll auch Dinge zu unternehmen, zu lesen, ins Theater zu gehen, Konzerte, Kleinaufführungen etc. Und würde dann natürlich rein von meinem ganz persönlichen Interesse sehr gerne in den Ausschuss, wo ich mit Kultur zu tun habe. Andererseits finde ich natürlich auch die Themen Drogenpolitik sehr wichtig. Ich finde auch alles, was mit Datenschutz zu tun hat,
wahnsinnig wichtig. Also ich kann mir sehr viele Bereiche vorstellen. Ich kann mir sogar den Bildungsbereich vorstellen, wobei ich da immer den Haken machen muss und sagen muss, ich habe natürlich nur theoretisches Wissen, was die Kinderbildung angeht, beziehungsweise die Erfahrungswerte, die jetzt schon 10 Jahre alt sind. Ja, ich würde dann am liebsten das machen, wozu ich ausgebildet bin und was ich zum Teil schon gemacht habe, also in der letzten frei gewählten DDR-Volkskammer. Da war ich ja Staatssekretär für Verkehr. Also ich würde im Verkehrsausschuss arbeiten wollen. Ich habe das ja auch in Magdeburg dann mehrere Jahre im Verkehrsministerium gemacht. Oder für Bauen. Und dann hätte ich noch ein ganz besonderes Anliegen. Ich würde gerne im Ausschuss für Inneres in der Kontrolle der Geheimdienste arbeiten. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ist wohl geheim. Ja, ich habe sehr viele Themen, die mich interessieren. Und damit auch ein Problem, mich festzulegen. Grundsätzlich kann ich sagen, die Beschlüsse im Grundsatzprogramm, die wir vor Bochum geschlossen hatten, sind eigentlich die Kernthemen, die ich mir auf jeden Fall im weiteren Feld vorstellen kann. Die Themen, die in Bochum dazugekommen sind, unter anderem wie Außenpolitik, Europa, Wirtschaft, sind eher so für mich jetzt Themen, die jetzt nicht so mein Hauptthemenfeld wären, wo ich mich nicht thematisch in einen Ausschuss setzen würde. Was mich halt persönlich interessiert sind, ist so Gleichstellung oder Gleichberechtigung oder Chancengleichheit, das sind ja so Begriffe, die meiner Meinung nach auch immer ein bisschen schwierig zu definieren sind und einzugrenzen sind. Das Themenfeld Diskriminierung interessiert mich sehr viel, deswegen kann ich mir auch vorstellen, zum Beispiel, ich habe natürlich gerade den Namen jetzt nicht mehr auf dem Schirm, also die sich mit Migration oder mit Asylpolitik auseinandersetzen. Ich kann mir aber auch gerade den Bereich Jugend, Familie, auch Bildung vorstellen. Also ein ganz wichtiger Aspekt ist für mich halt auch, diese Demokratie weiterzuentwickeln und eigentlich mal wirklich eine echte Demokratie zu haben. Also ich zum Beispiel, es gibt momentan so viele Möglichkeiten, warum Menschen von Wahlrecht ausgeschlossen werden, was für mich ein absolutes No-Go ist. Ob das nun Kinder sind, ob das nun Menschen mit Behinderungen sind, ob das nun Menschen sind, die nicht aus einem EU-Staat sind. Also wir haben verschiedene Gruppen, die weder Wahl- oder Stimmrecht haben bei verschiedenen Sachen. Also es geht ja auch weiter zu Bürgerinitiativen etc. Das ist für mich ein Punkt, den ich auf jeden Fall verändern wollen würde. Ja, und ansonsten denke ich mal, das wären erstmal so die Hauptpunkte. Und ich glaube, das ist dann auch die Frage in der Fraktion. Also wen gibt es, wofür? Wenn es zum Beispiel jemanden gibt, der im Themenfeld Barrierefreiheit, Inklusion oder Behindertenrechte was machen möchte, dann würde ich mich da auf jeden Fall auch gerne dort einsetzen. Auch zum Beispiel, wenn man in Heilpädagogik studiert und das natürlich dann, ich da eine schöne Quelle hätte direkt. Okay, eine wichtige Frage auch für die Möglichkeit der Beteiligung unserer Mitglieder, aber auch der Bürger, ist ja die Transparenz unserer Arbeit im Bundestag. Also auch die Transparenz der Arbeit der einzelnen Bundestagsabgeordneten. Wie stellt ihr euch das vor, wie man diesen Spagat schaffen will zwischen Privatsphäre, die ja immer noch irgendwo gewahrt sein muss, und der transparenten Arbeit, dem transparenten Leben der Bundestagsabgeordneten der Piratenpartei, die ja schon unter anderen Voraussetzungen ja auch in den Bundestag gehen als bei den anderen Parteien. Wir wollen ja explizit Politik anders gestalten, wir wollen ja explizit beteiligen und wir wollen natürlich explizit Dinge nicht im Hinterzimmer machen. Wie glaubt ihr, es schaffen zu können, möglichst transparent zu arbeiten, aber trotzdem immer noch die Privatsphäre zu schaffen, die vielleicht ganz notwendig ist, um nicht wahnsinnig zu werden? Zum einen gibt es ja da dieses Konzept, in Anführungsstrichen, des gelesenen Abgeordneten, in dem man beispielsweise seine Nebenverdienste offenlegt, in dem man offenlegt, mit welchen Vertretern man sich, mit welchen Lobbyisten man sich trifft, ob man sich mit ihnen trifft. Und das ist, glaube ich, immer so eine ganz grundlegende Geschichte, die ja in der aktuellen Form der Politik sehr konträr läuft. Ich persönlich muss sagen, ich würde schon sagen, dass ich relativ offen bin, was mein persönliches Umfeld angeht. Und ich möchte das jetzt aber auch nicht so herauskehren, dass es irgendwie nicht auch eine gewisse Privatsphäre für Menschen braucht. Ich glaube, gerade in der Öffentlichkeit, irgendwie der Druck der Medien, der Menschen, die einem irgendwie nur Böses wollen, wenn man ja sich zum Beispiel für Programm XY einsetzt,
kann sehr krass sein. Und wir wissen alle, Shitstorms auf Twitter, die können Menschen teilweise richtig außer Gefecht setzen. Also Marina hat, kann davon ein Lied singen auf ihrem Blog, ne? Marinas Lied, ach, war ein Witz. Genau. Und also ich glaube schon, dass ich da sehr weit auch meiner Meinung nach diese Transparenz-Idee herauskehre. Aber ich muss auch sagen, ich sehe da Grenzen, wenn ich mich mit Menschen auch mal persönlich treffe. Also wenn es irgendwie nur noch so ausgelegt wird, dass ich mich nur noch mit Menschen aus politischen Gründen treffe, um zu klüngeln, dann muss ich sagen, habe ich da auch ein Problem mit, weil dann ist man nämlich komplett bei diesem, man unterstellt, dass alles irgendwie ein politisches Gespräch ist. Und wichtig ist bei Transparenz eben Nachvollziehbarkeit. Warum habe ich nach Gespräch XY zum Beispiel auf einmal gegen das Grundsatzprogramm die Piraten abgestimmt? Was wahrscheinlich eher nicht passieren wird. Aber solche Sachen sind halt wichtig und da muss man sich erklären. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz ja, elementarer Bestandteil. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Als ich das letzte Mal eben gesprochen hatte, da habe ich ja gesagt, ich interessiere mich auch für Inneres und die Kontrolle der Geheimdienste. Dass das nicht mit der Transparenz geschehen kann, wie wir uns das wünschen, ist sowieso klar. Aber soweit wie es geht, sollten wir transparent sein, was unser Einkommen betrifft, was unsere Nebenverdienste betrifft. Und hier hätte ich einen wunderschönen Vorschlag, dass wir entgegen den anderen Parteien, wenn wir Vorträge halten sollten, wenn wir mal so weit kommen, dass wir das Zünglein an der Waage sind und ein paar Staatssekretäre und vielleicht mal einen Minister stellen könnten, dann kommen wir ja in diesen Bereich, dass diese Vortragshonorare fast zu 100% als Spenden für die Piratenpartei genutzt würden. Also es ist ja so, dass ich im Wiki mit unterzeichnet habe, was die Offenlegung von Nebeneinkünften angeht, beziehungsweise auch bei der Pressemitteilung mitgearbeitet habe, bezüglich Veröffentlichung von Nebeneinkünften, beziehungsweise auch diese maschinenlesbare Verwaltung. Das heißt nicht nur, dass etwas veröffentlicht wird, sondern dass es auch im Grunde gefiltert und verarbeitet werden kann, ohne dass sich da jemand hinsetzt und alles einzeln liest und gegenüberstellt. Das ist der eine Punkt. Zum anderen, was die Transparenz bei mir persönlich angeht, also meine Transparenz reicht bis zu dem Punkt, wo irgendwo im privaten Umfeld andere Menschen auch betroffen sind, die ich da auch schützen, ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Ich glaube, es sollte jeder persönlich für sich entscheiden, wie weit er in die Öffentlichkeit geht. Und ich möchte einfach nicht, dass ich irgendwelche guten Freunde habe, die dann nur meinetwegen in die Öffentlichkeit gezerrt werden, aus welchem Grund auch immer. Also das ist für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt persönlich. Ansonsten bin ich, glaube ich, schon sehr transparent. Ich weiß nicht, an welchem Maßstab man das messen kann. Ich weiß, wir hatten in Brandenburg ein Crew-Treffen-Stammtisch und hatten uns auch über das Thema unterhalten. Und dann war die Idee mit den ganzen Lobbyisten, die dann irgendwann kommen, dass man die alle herzlich zu einem Lobbyisten-Stammtisch einlädt. Die dürfen dann sich alle zusammen mit uns hinsetzen, die dürfen uns erzählen, was sie gerne von uns hätten und dürfen sich dann untereinander auch gerne darüber austauschen, was sie denn da alles von uns verlangen. Ja, das wäre in dem Moment die absolute Transparenz, was Beeinflussung angeht und irgendwo versuchte Einflussnahme. Ja, das könnte man vielleicht auch weiterentwickeln zu einem Konzept. Okay. Kleiner Themenbruch. Ich würde jetzt... Also wenn ich kandidierst, das schwer ist das vielleicht nicht. Ich hätte mir aber sagen können, was ich mir hätte gewünscht. Okay, nee, das ist Diskriminierung von Nicht-Kandidaten. Ja, das gibt's bei mir. Was mache ich so? Ich bin dafür, dass er sprechen darf. Nein, mach mal. Ist okay. Okay, dafür kommst du jetzt zweimal dran. Und die anderen mal nicht zu sehr. Nee, die kriegen ja auch noch richtig was ab hier. Jedenfalls, ich hätte jetzt gerne das Thema Verfassungsschutz angesprochen, aber vor allem im Bereich NSU. Ihr habt das ja alle mitbekommen, es gab da so Dinge, die vielleicht auch gerade in meiner Stadt Jena passiert sind. Da gab es so drei Leute, die Dinge getan haben. Jedenfalls kam jetzt sehr kürzlich raus, dass die Beate Zschäpe, die da jetzt ja im Gefängnis sitzt, also in der Untersuchungshaft immer noch, dass die nur aufgrund ihres sehr hohen Drogenkonsums nicht Verfassungsfrau geworden ist, also nicht V-Frau geworden ist. Das heißt, der Verfassungsschutz hätte fast eine dieser NSU-Terroristen sehr gerne angehört, um da mal Dinge zu tun. Das ist einfach so ein
so ein Paradebeispiel dafür, was nicht funktioniert an diesem System. Aber wie können wir das aushebeln? Was können wir besser machen? Müssen wir den Verfassungsschutz auflösen einfach? Muss man das vielleicht neu gründen oder braucht man sowas gar nicht? Braucht man überhaupt solche Nachrichtendienste? Ist das jetzt wirklich notwendig? Und wie kann man vor allem verhindern, dass diese Sachen mit den Frauenmännern, mit den Frau-Frauen passiert? Von mir aus immer Verfassungsschutz abschaffen. Weil es ist ja immer wieder rausgekommen, dass die ordentlich Geld in rechtsradikale Gruppierungen und Parteien eingebracht haben. Die haben sich damit finanziert, sind stark damit geworden. Es geht überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was da für Leute sind. Man muss jetzt mal gucken. Ich weiß, dass der BND von alten Nazis gegründet worden ist, von alten Gestapo-Leuten, weil auch die Leute davon halt zurückkommen, weil die gut waren. Ich weiß nicht, vielleicht ist das noch so ein Fahnen, der sich darin weiterzieht. Keine Ahnung, was für ein Mist, wo man das abschaffen will. Und ja, wie will man dann was machen? Also ich bin sowieso gegen Überwachung. Kann man da BKA oder was weiß ich, Polizeieinheiten, kann man da vielleicht einsetzen oder neu machen. Aber wie gesagt, es ist halt eine schwierige Frage, wenn man selber gegen Überwachung ist. Gegen sämtliche Überwachung bin ich, gerade im Internet. Also, ja gut, Verdachtsmomente, man weiß ja nie, ob jemand irgendwie der einen hinterherfährt im Auto oder irgendwie vom Verfassungsschutz ist, aber Online-Überwachung geht nun mal überhaupt nicht. Da haben die nichts zu tun auf meinem Rechner, weil das Internet ist ein freies Medium. Ja gut, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Verfassungsschutz ist nicht. Also die haben so viel Mist einfach verbaut, ist ja genau wie der MAD. Also ich kenne zum Beispiel Leute, die hat der MAD abends aus dem Bett geholt und haben gefragt, was ist das, was ist das? Dann hat er gesagt, das sage ich euch nicht. Dann habe ich gesagt, das wissen wir sowieso. die haben auch nicht scheinbar, weil, ja gut, kann man ja sagen, seine Freunde bauen irgendwie die dritte Ringform an Angela Merkel auf dem Flughafen irgendwie zur Absicherung. Und da haben die schon mal alles rausgezogen, was der hatte. Also die haben das gewusst. Und ich weiß nicht, wo das eigentlich noch hinführen soll, ich höre diesen Staat. Ich meine, ich weiß nicht, der jetzt sowieso auf der Abschlussliste war. Du willst sowieso, denke ich mal, perfekt. Ja gut, dann kommt dann halt immer wieder welche, die dann sagen, Terroristen oder bla bla. Ja, ich weiß nicht. Man hat es ja gesehen, Überwachung ist ja halt, eine Kamera nützt ja überhaupt nichts. Da kann man wissen, die Täter danach finden, aber das ist so zu spät. Na gut, das ist wieder mal hier Herr Schwalknecht, wieder mal Sachsen-Anhalt, der da so tolle Sachen machen. Handy jetzt abschalten, weiß nicht, wie er Wecker abschalten will oder irgendwie was Mechanisches, keine Ahnung, oder Bluetooth. Ja, und ja, der Verfassungsschutz, weiß nicht, weiter in Sachsen-Anhalt, der braucht ein bisschen mehr Schrauber auch wieder. Ja, ich glaube, ja, aber die haben geschraubt, aber die haben die gut eingebracht, ja. Das ist ja wieder was drauf. Ja, wie gesagt, das ist ziemlich undurchsichtig, der Verfassungsschutz. Wird der Rest mal, aber wird er halt von Politikern kontrolliert, am besten natürlich bei Landtagspolitikern, Politikern, das ist ja logisch, dass die da irgendwo mit drinnen sitzen, dass das alles richtig dann sehr angeht. Aber wie gesagt, ich kenne mich da nicht so aus, genau was sie jetzt machen. Ich weiß, das, was sie machen, bisher ist nicht so dunkel. Also du hast ja gerade sicherlich viel Einblick gewonnen. Wie ist deine Stellungnahme zum Verfassungsschutz per se oder gerade auch zu diesen Skandalen mit den V-Männern und V-Frauen? Ja, da haben wir ja alle unsere speziellen Ansichten. Auf jeden Fall wissen wir, dass es Sympathien gegenüber dieser rechten Szene gegeben haben muss. Und weil es so ist, fragen wir uns doch alle, wo kommt denn das her? Weshalb ist der Verfassungsschutz mit denen so zart umgegangen, wobei er gegen links, wer weiß, wie radikal zugeschlagen hat? Da muss man die Geschichte sehen. Wer ist der Verfassungsschutz und wo kommen die her? Das ist also übernommen aus dem Dritten Reich. Die Leute haben ihre Positionen nicht verloren, sondern sind nahtlos in den Verfassungsschutz übergegangen, sodass ich hier den Vorschlag machen würde, ist schwer vorstellbar. Und geläutert sind sie trotzdem nicht, dass man den Verfassungsschutz auflösen kann. Damit sind die Aufgaben, die der Verfassungsschutz hat, nicht abgeschafft, sondern die müssen zugeordnet werden. Wie du eben schon gesagt hast, im Bundeskriminalamt zum Beispiel, wir haben noch den MAD und den BND, man kann diese Aufgaben zuordnen, müsste die etwas aufstocken, aber dieses System, dieses hergekommene System der rechten Sympathie im Verfassungsschutz, das muss zerschlagen werden, unbedingt. Also ich wollte das nur noch ergänzen mit den geschredderten Akten in Sachsen-Anhalt.
Da gab es einen Zeitungsbericht zu, es wurde argumentiert, dass es aufgrund fehlender Archivierungsmöglichkeiten erfolgt ist und wurde dann im Nachhinein aber wieder dementiert, weil gesagt wurde, selbst wenn sie vernichten möchten, weil sie nicht archiviert werden können, muss das vorher beantragt werden. Und da sehen wir dann nämlich auch schon das Problem geheime Überwachung. Wer überwacht das? Wie wird das kontrolliert, was da passiert? Das sehe ich als ganz großes Problem an. Und außerdem setzt geheime Überwachung ja ein Grundmisstrauen voraus. Und eigentlich möchte ich in keiner Gesellschaft leben, wo ein Grundmisstrauen vorherrscht und man anfangen muss, geheim die verschiedensten Leute zu überwachen. Ich meine, es geht ja in ganz einfachen und runtergebrochenen schon so. Es gab jetzt auf Bundesebene die Sache bezüglich der Arbeitnehmerrechte, das heißt Überwachung am Arbeitsplatz und so weiter. Und es ist ja im Kleinen auch ein Grundmisstrauen, was mir in Person gegenübergebracht wird. Ich werde in eine Schublade gesteckt, dass ich, wenn man mich nicht überwacht, etwas Falsches tun soll. Und ich glaube, das sollte kein gesellschaftlicher Grundsatz sein, mit dem wir zusammenleben. Ja, ist eigentlich alles gesagt worden. Also tendenziell würde ich auch sagen, Verfassungsschutz gehört abgeschafft und die Aufgaben halt an die zuständigen, also die anderen Behörden, die noch übrig bleiben, sozusagen verteilen. Und kann eigentlich auch nochmal sagen, abschließend, ich rufe die Basis auf. Ja. Wir haben bald einen Landesparteitag, ja, und eine Positionierung zu diesem Thema wäre doch sehr angebracht. Von daher kann ich nur sagen, macht euch ran. Danke. Ja, wir stehen doch schon wieder kurz vorm Ende dieser Runde. Wir haben diese Runde fast wieder geschafft. Ich würde auch wieder mit so einer letzten Frage auf euch zukommen. Und zwar würde ich auch gerne wieder wissen, habt ihr schon Erfahrung oder wie schätzt ihr eure Fähigkeit ein, vor eben einer wirklich großen Menge von Menschen, gerade jetzt im Bundestag vor Ort, 600 Leute so ungefähr, und dann nochmal vielen Leuten vor den Fernsehgeräten und der entsprechenden Berichterstattung durch Pressevertreter, die dann anwesend sein werden. Wie stellt euch das vor? Könnt ihr das schaffen? Habt ihr Erfahrung damit? Oder braucht ihr nochmal einen Rhetorikkurs? Oder wollt ihr das gerade nicht? Findet ihr das gut, wenn man relativ natürlich wirkt und gar nicht so dieses geschliffene rhetorische Ding abzieht, wie es ja bekannt ist durch die anderen Parteien? Toll, dass du mich jetzt fragst. Ich war gerade auf dem Klo. Ja, ich denke mal, Rhetorikkurs müssen auf jeden Fall einige machen. Ich sicherlich auch, aber ich habe das ja nicht. Ich brauche das ja nicht. Was mich halt immer stört, ist immer, ja, dass man die Leute einfach darauf hinweist, dass es wirklich schrecklich rüberkommt, wenn man, ja, ich habe ja keinen Fernseher, könnten wir ja nochmal an die GEZ zurück. Also ich finde es wirklich grausam, weil, ja, professionalisieren wollte ich mich jetzt nicht an anderer Stelle, aber auf jeden Fall ein Grundkurs oder zumindest, dass immer jemand da ist, der sagt, hier, mach mal so und so, dass man das halt überlegt. Also es soll immer noch natürlich rüberkommen, so wie ihr einfach seid. Aber, weiß nicht, ja, sowas müsste halt raus oder so. Selber fällt dann ja das Wort, dass irgendwo ein toter Punkt ist im Gehirn oder irgendwo. Ich kenne ja meine Marken selber, ja. So. Ja, gut, dann der nächste. Ja, ich stimme da eigentlich zu. Ich habe in meinen letzten zwei Jahren des Öfteren in Halle im Medienkompetenzzentrum versucht, meine rhetorischen und kommunikativen Fähigkeiten zu erweitern. Das gelingt mir nicht immer. Es ist auch relativ schwierig, in so einer Situation eben dieses M auszuschalten. Ich hatte da schon mal besser drauf. Ich denke auch, dass ich da nochmal dran arbeiten werde. Und ich glaube auch, also natürlich, es ist eine völlig andere, noch nie erlebte Situation in einem Bundestag, vor Abgeordneten, vor Kameras, vor, ich sag jetzt mal übertrieben, vor ganz Deutschland zu reden. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall, ich bin kein Schauspieler und von daher wird mir das sicherlich einiges schwerer fallen als vielleicht Christopher Rauch. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, ich hatte schon mal ein größeres Referat in Nienburg, als ich für ein Projekt was machen musste für mein Studium. Und habe dort vor wildfremden Leuten aus dieser Stadt halt über die Geschichte referiert. War aber auch am Ende des Tages, deswegen gar nicht mehr jetzt 100 Leute da waren, sondern eher etwas kleinere Zahl.
Genau, also ich denke, ich kann, also soweit ich mit einem Thema vertraut bin, kann ich deutlich selbstbewusster auch in solche Reden reingehen, als wenn es jetzt so was Fremdes wäre oder wenn es jemand für mich schreiben würde. Also das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Ich glaube, ich würde mir keine Reden schreiben lassen wollen. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst. Es ist wirklich so, mir ist es selber auch nicht bewusst, dass ich oft sage, ich habe allerdings jetzt auch schon mal eine Aufzeichnung von mir gehört, war etwas erstaunt und erschrocken über meine Stimme, aber man hat mir gesagt, da gewöhnt man sich dran, umso öfter man sie nicht selber über das Gehör noch so heilend in den Ohrmuscheln mithört oder so. Das hat Jude mal erklärt. Für den Gruß-Jude müsste es mir nochmal in Ruhe erklären, ich habe es mir nicht ganz gemerkt. In dem Moment, wo man weiß, worüber man spricht und wie die Veranstaltung ablaufen wird und sich thematisch selber vorbereitet hat, denke ich, ist das kein so großes Problem, mit Menschenmassen zurechtzukommen. Also man hat sich ja dann inhaltlich damit auseinandergesetzt und ich glaube, dann kommt es gar nicht so auf die Anzahl der Anwesenden. Ich habe nur immer Angst, dass ich irgendwo bin, was erzähle, einen Vortrag halte und mir vielleicht zu wenig Leute zuhören, weil es langweilig ist und mir sagt das dann keiner. Sowas fände ich zum Beispiel wahnsinnig wichtig. Ich halte eigentlich sehr gern Vorträge, obwohl ich Gruppendiskussionen und Miteinander sprechen noch interessanter finde. Habe auch Erfahrung in der Schule und im Beruf, was Vorträge bzw. Workshops angeht. Allerdings denke ich, so ein Rhetorikkurs einfach um ein paar Grundlagen, wie man atmet und sowas, das sind Sachen, die sind sicher nicht falsch und die schaffen beim Zuhörer eventuell eine bessere Möglichkeit zuzuhören. Also ich möchte kein Berufssprech, kein Politikersprech lernen oder sowas, das halte ich für falsch. Aber ich möchte bestimmte Techniken des Sprechens, damit ich es meinen Zuhörern leichter machen kann. Zweimal Sorry, ja. Ja. Das kommt immer davon, wenn man während man spricht, überlegt. Ja. Dann sagt man M oder E. Ich konnte üben. Und zwar 1989 in vollbesetzten Kirchen. Als ich beim neuen Forum im Republikforum war, da musste man ja dann ganz schön gegen die Institutionen und gegen die Stasi zu Felde ziehen, sodass ich, als ich in Volkskammer kam, schon ein bisschen was auf diesem Gebiet konnte. Ich würde mich nicht verbiegen und ich werde auch keinen Rhetorikkurs jetzt annehmen und versuchen, meine Möglichkeiten, die ich schon so oft ausgetestet habe, zu verändern. Ich bleibe so, wie ich bin. Und werde das auch so weitermachen. Ich muss also in der Volkskammer mehrere Gesetze begründen, weil mein Minister schon so krank war, dass er kaum noch, der ist ja nun schon tot schon lange, sodass ich ihn oft vertreten musste. Ich habe danach in Magdeburg, als ich in der Landesverwaltung war, in der Beamtenausbildung gearbeitet, hatte da immer eine ganze Menge Leute, die haben 300 Stunden gemacht, da konnten sie Beamte werden. Da habe ich bestimmte Dinge, was Bauen und Verkehr betrifft, gemacht und konnte also immer so kontinuierlich üben. Nur in den letzten Jahren, wo ich jetzt nicht mehr in der CDU bin und parteilos, da hat es ein bisschen nachgelassen. Ich hoffe, dass ich das wieder ändern kann. Okay, ich danke euch soweit vielmals. Wir haben jetzt gerade wieder eine sehr, sehr flauschige Runde gehabt. Es gab jetzt keine großartigen Gegenpositionen. Das versuche ich dann einfach in den beiden nächsten Runden etwas stärker rauszukitzeln. Wenn ich euch dann besser kennengelernt habe, vielleicht schaffen wir es hier nochmal ganz skurrile Situationen zu schaffen. Das würde mich sehr freuen. Ich danke soweit für eure Teilnahme und wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder bei der dritten Runde. Vielen Dank. Was ist denn der dritte Runde? Ja, du hast auch eine Lust.